So, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Skyrim hier bei mir auf dem Kanal. In der letzten Folge haben wir den Drachen erledigt und am Ende von der Folge haben wir den Mirak noch getroffen. Der steht jetzt hier und klotzt doof. Ich rede ihn mal an. Ey, was sie? Nee, den können wir nicht wehtun. Drache ist schon leer. Sollst du den mal kurz anzünden, den Drache? Bei mir ist er weg. Achso. Wow. Was? Der tut hier irgendwelche Sprüche machen, die ganze Zeit, der Typ. Ja, bei mir sind sie alle weg. Sowohl der Drache als auch der Mirak. Warte, ich muss den schnell abtrennen, sonst gibt es schon Probleme. Hier war die Mod drauf, dass wir den Drache wegbrennen können. Irgendwas hängt hier irgendwie, glaube ich. Steht der Mirak bei dir auch noch hier rum? Nein. Okay, alles dann ist er jetzt weg. Dann lass mal hochgehen. Kommt der. Oh nein. Nein! Ich hab mich überladen. So, jetzt aber. Hier sind Trauger und so. Ja, ich bin bei mir fliegt da oben ein Drache. Ich liebe diese Bugs. Wow. Das ist ein Drache. Ja! Kommt der her? Kein Bug. Ach, da ist er noch. Ne, das ist kein Bug. Das ist kein Bug. Der hat 2000. Das ist ein Bug. Ja, ja. Ich dachte, das ist unser Drache, der wieder auferstanden ist. Das wäre jetzt nicht das erste Mal, dass der sinnlos durch die Gegend fliegt. Ich glaube, das sind sogar zwei, ehrlich gesagt. Da ist er gelandet. Ey! Scheiße. Muss mal diese Trauger wegkriegen, die stehen da in den Ecken überall. Ja. Wo ist denn nur dieser scheiß Bogen, den man braucht, da oben? 3000! Er guckt dir das mal an. 3000 HP. 3000? Ja. Der Drache. Bei mir 3800. Bei mir 1800. Ja. Ich glaube, das ist das wirklich der Drache oder ist es der Trauger? Nein, der Frostdrache, Level 30. Achso, bei mir ist es kein Frostdrache, das ist ein alter Drache. Ich denke mal, es sind zwei. Das habe ich eben schon. Okay, bei mir war ganz vorhin ein alter Drache. Achso, oder vielleicht etwas verwechselt. Sehr seltsam. Okay, den Minion habe ich. Den einen zumindest. Der Marathon, wenn ich landen würde, dass ich da dran komme mit meinem Schwert. Land doch mal da, komm. Na endlich, warte, ich komm. Du bist direkt auf mir gelandet. Ja, geil. Ich geb dir mal richtig einen mit hier. Guck so blöd, du blöder Scheißdrache. Arschlochdrache. 600 HP, Drache. Kritischer Schlag gegen alter Drache. 200 HP, jetzt guckst du doof, ne? Bei mir ist er tot. Ja. Yeah. Ne, bei mir noch nicht. Ah. Jetzt. Oh, jetzt aber WLAN. Uff. Dieses Mal nicht, Drachenblut. Die gehören mir. Nein! Wie? Hat er unsere Seele geklaut, der Typ? Hast du eine Seele gekriegt? Ja, da vorhin. Ich hab jetzt eine Seele gekriegt. Ah, jetzt krieg ich. Und mit Rösser, dem Drachen, hat er mir die Seele geklaut. Guck mal, Mirak hat die Drachenseele geklaut. Schon eben da. Ja, das hatte ich vorhin bei dem anderen Drachen.
Was ein Arschloch. Ich muss den mal anzünden. Deswegen habe ich doch mich eben so aufgeregt. So, habe ich nicht mitgekriegt. War dann zu viel durcheinander. Ich bin alt, ich kann nicht so viel Zeug aufnehmen gleichzeitig. Begrenzte Wahrnehmung, Perception. Das ist aber auch kacke, dass wir hier zwei verschiedene Drachen bekämpfen. Ja, krass, ne? Haben wir überhaupt noch eine Seele jetzt? Mal... Magie? Wo bist denn du jetzt hin? Ich stehe hier. Ne, ich habe keine Seele. Doch, eine Seele habe ich. Also für den Spruch hätte ich eine Seele. Jetzt läuft Mirak da bei mir rum. Wo läuft der hin? Ja, den kannst du aber nicht töten, habe ich eben schon vorher gehabt. Wenn ich hierher komme, ist auch alles. Bei mir ist er noch hier. Hm. Lass mal hochladen. Das, was du eben hattest, habe ich jetzt. Ja, ja. Wo geht's denn da? Hier. Ist alles so grau bei mir. Wochen, ja. Da muss ja den Spruch noch geben. Da ist noch ein Trauer drin. Den habe ich eben gesehen, ja. Aber ich habe den nicht gesehen. Also ich habe nur die HP gesehen. Das bin ich. Ja, ja. Hier ging links noch eine Treppe hoch, genau. Hier ist die Treppe, rechts. Vielleicht geht's da zu dem Dings. Oh, ich höre das Wort, ich hör's. Ja, da oben ist. Da oben. Ist er da? Hm? Los. Wort der Macht gelernt. Erde Willen beugen. Abgeschlossen. Wende den Schrei will beugen auf Windstein an. Alles klar. Das macht Sinn irgendwie. Eisenstiefel, das macht ja alles gar keinen Sinn. So, dann rüsten wir den mal aus. Wille beugen. Achso, da müssen wir Wille beugen erstmal lernen, hä? Mit Drachensedern. Aktivieren. Mhm. Und dann auf Favorite. Todeszeichen. Und dann Willenbeugen. Ich hab noch zwei Drachenseelen. Ey. Der spart, hä? Ich hab schon alles ausgegeben. So, ich hab Willenbeugen ausgerüstet. Müssen wir zum Windstein zurück. Das war aber nicht so weit. Sie alle in der Luft schweben. Wollen wir? Ja, wo bist du? Treppe runter. Achso, da bist du schon. Ich sehe dich vor mir. Ja, ich bin mal wieder den direkten Weg gegangen. Wir kennen es nicht anders von dir. Ja, dachte ich mir. Die Markierung, da schwarze Markierung hier auf der Treppe, der Minimap oben. Mich auch. Kann ich ausschalten, damit du es nicht siehst. Da ist auch noch was Neues. Da ist ein Berg mit einem Strich in der Mitte, als wäre das irgendwie ein Pass oder so. Ja, ja. Stimmt. Hab ich auch noch nicht gesehen. Das würde mich ja jetzt mal interessieren. Okay. Aber die sitzen da die ganze Zeit da und müssen ihren Zauberspruch wirken. Wollen wir die erstmal befreien? Ja. Ach, hier soll doch wieder der Spruch. Jetzt läuft er hier runter auf der Vogel. Macht mir mein Bild grau. Ist das richtig, was du hier machst? Ich habe eine Truhe gefunden, also kann es ja, nicht krass. Falsch sein. Das ist ja krass. Ja, nimm. Kommen wir hier durch? Ich sehe nix. Ist ja abgefahren. Oh, die versteckte Geheimtruhe. Oh, scheiße. Nein. Autsch. Aua. Muss mich heilen. Da ist ein Nieswurz. Oh ja. Weg teleportiert, das ist richtig.
Schicklingsmatrone. Das war er. Ich wollte gerade sagen, der entweder heilt er sich oder sind zwei. Ja, beide. Die heilen sich und es sind aber auch zwei. Drei, vier. Ich sehe keine weiter. Ich kann dir leider nicht helfen. Oh, das ist schade. Das ist gut, ich bin tot. Wir waren schon zwei. Ich wollte auch den Heiltrank nicht verschwenden, ehrlich gesagt. Quellgewässer von Hastrat entdeckt. Ach ja, das ist so ein Zweiglingsort. Da kommst du angeschwebt. Oh, das sind zwei Matronen hier. Nee, Matronen, das klingt wie links hier. Kastanien, Esskastanien. Das sind Maronen. Mensch, jetzt stirb doch mal. Scheiße. Ja, echt. Ich bin gerade aus. Eine Drecksfacke. Jetzt hab ich sie. Meine Fresse. Fallwurz. Bist du weitergegangen oder was? Nein, ich bin in eine Höhle reingegangen und jetzt beim Rauskommen hab ich's aufgehangen. Yay. Yeah. So, ja. Yeah. Das häng ich für immer im Ladebildschirm. Ich hab vorhin rausgetappt und dann ging's. Hat er sich gefangen gehabt. Okay. Gefangen. Krieg nur einen Mauspfeil, aber es bleibt trotzdem im Bildschirm, in dem Ladebildschirm. Ja gut, dann lass halt kurz neu. Ich geh schon mal in die Richtung, dann brauchst du nicht ganz den Weg laufen. Das geht ja nicht, weil ich hier nicht beenden kann. Das ist eine Scheiße immer. Ah, ich glaube, ich sehe die Höhle, wo du rein bist. Ja, der da unter dem Wasserfall bin ich rein. Nee, ich bin unter dem Wasserfall rein. Warte. Mit der Truhe das oder was? Nee. Nee, ich wollte gucken, ob es da auch noch was gibt, aber. Der Wasserfall, wo die Zweiglinge waren. Okay, dann gehe ich lieber nicht da rein, das ist super Bug. Aber mir bist du noch da, also du wirst so noch angezeigt, aber ohne Balken. Ja. Nichts machen, das ist jetzt. Wenn man Taskmanager schreibt. Ja, geht auch nicht, oder was? Dann haben wir einen Bildschirm. So mal alte 4. Dann kommt mal die... Ja, blöd. Altsteuerung und Tab, da müsste eigentlich so ein Fenster aufgehen. Also dann ich hab mich so jetzt abgemeldet. Ja, das kannst du auch machen. Muss ich natürlich erst alle Programme wieder starten. Naja. Also wenn du es sehen ist, dass wenn du Altsteuerung Tab machst, dann hast du wie so einen Auswahlbildschirm, dann kannst du den, die Anwendung auswählen, die in den Vordergrund soll. Aber ich weiß nicht, ob das was gegangen wäre, weiß ich nicht. In dem Fall. Schleichen verbessert. Geil. Schleich ab jetzt nur noch. Ich will immer schnell ins Dorf gehen, aber. Klingt ja auch nichts. Warte einfach mal hier. In der Kälte. Todesmal. Benutze die Todesmal-Schatzkarte, um Schatz zu finden. Oh Gott. Wie viele Questen halt schon wieder dazu gekommen sind. Ich auch, ich hab auch so viele. Wollte noch mal ein bisschen was wegschaffen eigentlich. Naja. Das ist jetzt nicht bei diesem Spiel. Ich glaub auch. Das ist auf jeden Fall der Windstein, den wir kaputt machen sollen.
Geh mal noch nicht hin. Nee, ich geh nicht. Die ist aber ja gar nicht so groß, die Karte, ne? Aber halt so viele Dinger da schon drauf. Bin ich mal gespannt, was mein letzter Spielstand ist. In der Höhle, sehr schön. Sehr gut. Oder man. So, dann gehst du vielleicht raus und dann. Ja, ich gehe raus und dann. Gehst du auf dem Zoo? Dann gehe ich erst auf dem Zoo. Vielleicht schmiert aber auch mein Spiel wieder ab. Yeah! Wie schön. Wenigstens hat es dieses Mal die Nettigkeit komplett auszugehen. Echt? Nein, etwas. Denken da was? Keine Ahnung. Go! Toll, im Steam zeigt es noch an, dass ich spiele. Das brauchen wir ein bisschen. Oder die Anwendung ist noch im Taskmanager an. Mach einen Versuch. Ich versuche jetzt mal den vorherigen Spielstand zu laden. Ist besser, ja. Die Höhle ist irgendwie verpackt. Glaube ich. Ja, es kann auch sein, dass das irgendwie, weil es ja abgeschmiert ist beim Speichern quasi, dass es da irgendwie was verwechselt hat. Im Spielstand. Ja. Ich probiere es einfach mal mit dem anderen. Sind es aber auch nur noch zwei Zweiglinge, nicht mehr vier. Komisch. Das war auch kurios jetzt. Der hat nochmal zwei für dich extra generiert oder für mich extra. Wahrscheinlich. Laufen wir ein bisschen durch den Wald. Vielleicht finde ich noch die eine oder andere Beere. Aber nee, wenn wir eine Höhle entdecken, ist auch scheiße. Verändert sich auch mal der Weltzustand, gell? Warte, ich bin gleich da, hoffe ich. Ja. Ich hatte ja zum Glück gespeichert, bevor ich in die Höhle rein bin. Weil ich ja ständig speichere, das ist der Vorteil. Das stimmt. So. Oh, wenigstens funktioniert F2. Ah, sehr gut. Hätte ich jetzt geheult. So, ich bin da. Standort unknown bei mir. Einladung ist raus. Ja. Soll ich mal probieren, zu dir zu teleportieren? Ja, kannst du machen. Da, soll ich gehen? Sehr schön. Ich bin da. So. Der Mira hat hier irgendwo in der Nähe, das Bild ist so grau. Nee, bei mir nicht, zumindest. Da, wo es so grün leuchtet, weiß ich, ob du den Mitter siehst, da muss man hin. Sieht aus wie bei Ark, wenn du gestorben bist. Und ich bin wieder den scheiß Wasserfall runtergefallen. Echt? Aber lebst du, aber bist noch in-game oder was? Ja, ich seh dich. Ich leb noch, ja. So, jetzt zeigen wir es euch, Kollegen. Mach den Dreck kaputt hier. Dann das Wort der Macht benutzen, ne? Einfach, oder? Ja. Das war einfach. In seinem Schrein. Vorsichtig! Ich werde zuschlagen. Oh! Was da denn? Schleicher, Alter! Alles unternehmen. Gnade! Boah! Wo bist du? Da. Ich kämpfe mit dem Viech. Alles klar, du auch. Oh, er ist auf mich drauf gekommen. Alter, wo ist denn mein Zauberspruch jetzt hin? Das gibt's doch nicht. Du
so scheiße. Wow. Heute kehrt ihr zum Allschöpfer zurück. Nein, ich bin tot. Ich hab das Wort der Macht nicht gefunden. Ich werde zuschlagen wie ein Falke. Wie ein Falke wird er zuschlagen, sehr gut. Yes. Ist tot. Alter. Hat er was Cooles dabei gehabt? Stahlpfeil. Sehr gut. So. Haben wir das auch? So, ihr seid frei. Genau. Wir müssen jetzt mit Skoll reden hier. Storn. 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 Das ist schon. Ja, ein Typ mit da. Ihrem Vater. Ihrem Babi. Hier am besten über so die schnell. Brücke. Hier, vorbei. Oh. Hier über die Brücke. Ja, siehst du? Dann haben wir uns vom Moment ihn befreit, aber ich glaube, das war noch nicht das Ende von der Quest, denke ich mal. Nee, wir müssen bestimmt alle von diesen Steinen befreien. Ja, ich habe mehrere schon gesehen, ja. Stimmt. Und zumindest müssen sie nicht mehr ihren Zauber dauerhaft aufrechtzuerhalten. Wo sind wir? Hier hinten, eine Hütte. Das ist die letzte Quest für heute, denke ich mal. Ja, denke ich auch. Noch mal nach Dings dann und die Sumia Quest zu Ende machen. Mhm. Ist sogar niemand. Da liegt hier im Bett. Ah. Wir schlafen zusammen in einem Raum. Ihr habt gesiegt. Ich war doch kann früher es so. Spüren. Stimmt. Euer Volk ist so frei. Ist es. So ist es. Ihr habt euch als wahrer Verbündeter der Skal erwiesen. Daher sind auch die Skal eure Verbündeten. Ah, sehr gut. Was macht mir jetzt? Wenn ihr den Windstein befreit und den Bann über mein Volk gebrochen habt, könnt ihr für den Rest von Solstheim vielleicht das Gleiche tun. Wasserstein, Erdstein, Tierstein, Sonnenstein. Aber vielleicht können wir ihn etwas bremsen. Das stimmt. Das ist gut. Sonnenstein. Tierstein, Sonnenstein, Menschenstein. Was ist ich für ein Stein? Das reicht nicht. Ich muss Mirax sofort aufhalten. Dabei kann ich nicht helfen. Niemand hier kann das. Ihr benötigt das Wissen, das Mirax selbst erlernt hat. Ihr müsst mehr über dieses schwarze Buch herausfinden. Okay. Erzählt mir mehr über das schwarze Buch. Das war in Miraks Besitz. Es sieht nicht aus wie etwas vom Drachenkult. Es ist ein finsteres, unnatürliches Ding. Ich will nichts damit zu tun haben. Aber der Zauberer der Dunkelelfen, Nelot, er kam vor einiger Zeit zu uns und fragte nach schwarzen Büchern. Ich glaube, dass er sehr viel über sie weiß. Vielleicht sogar zu viel. Sucht okay. ihn im Süden. Seid vorsichtig, Drachenblut. Hier ist etwas anderes am Werk. Okay. Abgeschlossen. Das Schicksal der Skull. Begonnen der Weg des Wissens. Sprich mit Nelot. Was wisst ihr über das schwarze Bücher? Das haben wir ja eben schon erzählt. Wieso glaubt ihr, dass Nelot mir bei der Suche nach dem schwarzen Bücher helfen kann? Was für bescheuerte Fragen, ey. Welche Rolle spielt ihr bei den Skal? Als Schamane von Skaldorf bin ich Berater und Heiler und bewahre die Traditionen. Ich erinnere die Skal auch daran, im Einklang mit der Natur zu leben und den Willen des Altschöpfers zu ehren. Der Allschöpfer. Nur so sind sie im Tod würdig, an seine Seite zu treten. Klingt so wie Wikinger ein bisschen, ne?
Wer ist oder was ist der Allschöpfer? Ihr seid ein Fremdling. Ich weiß nicht, ob ich es euch erklären kann, aber ich versuche es. Der Allschöpfer ist der Schöpfer aller Dinge. Er sorgt dafür, dass das Leben wie ein großer Strom fließt. Wie alle Flüsse ins Meer zurückkehren, kehrt auch alles Leben irgendwann zum Allschöpfer zurück. Unsere Sitten mögen euch fremdartig vorkommen. Doch die neun Götter des Kaiserreiches sind für uns ebenso fremdartig. Das stimmt. Okay. Was ist geschehen, als ich den Windstein angeschrien habe? Die Macht des Steins wurde korrumpiert. Das war die Quelle des Einflusses, der die Skal überwältigt hat. Euer Schrei brach das Böse, das den Stein kontrollierte. So wurde seine wahre Bestimmung als Überbringer der Gaben des Allschöpfers wiederhergestellt. Die Befreiung der anderen Steine mindert den dunklen Einfluss, der sich auf Solstheim ausbreitet. Aha. Anderen Steine? Ja. Es gibt 6 heilige Steine. Wind, Wasser, Erde, Tier, Sonne und Baum. Der Baumstein. Sie bewahren die Einheit des Landes. Freya sah, dass der Baumstein jetzt in Miraaks neuem Tempel eingesperrt ist. Ich bezweifle, dass ihr ihn befreien könnt, bevor seine Macht nicht gebrochen worden ist. Doch ihr könnt vielleicht die anderen Steine läutern. Auch wenn das Miraak nicht aufhalten wird, wird es seine Rückkehr sicher verzögern. Okay, alles klar. Gut. Möge die Dunkelheit euch nie berühren. Oh, danke. Also sind die Drachen zurückgekehrt. Nun, die Skal haben Schlimmeres überlebt. Ich bin schon seit vielen Jahren an Storns Seite und lerne seine Weisheiten. Wir sind ein gutes Team, warum schließt ihr euch nicht eine Weile an? Okay, wir machen euch anschließen? Ihr meint das Dorf verlassen und an eurer Seite kämpfen? Ich fühle mich geschmeichelt, aber das Dorf ist mein Zuhause. Skal verlassen nur selten ihre Heimat und ich habe hier Pflichten zu erledigen. Ihr könnt mir vertrauen, immerhin habe ich euer Leben gerettet, schon vergessen? Ihr habt recht. Die anderen werden schon eine Weile ohne mich auskommen. Aha, ich hab's so rausgequatscht. Dass wir wenn ihr meine Hilfe braucht, sucht mich hier im Dorf auf. Klar. Folgt mir, ich brauche Hilfe. Ich folge euch, Freund der Skal. Aber danach muss ich zum Dorf zurück. Okay, ich dachte, wir können heiraten. Und kleine Skalbkinder kriegen. Du musst mal deine Kette umtun, vielleicht kannst du ja dann heiraten. Ja, das stimmt. Ich hab die im Prieselheim gelassen. Ja, egal. Das ist selber schuld. Ja. War nicht bei dem Dorf, bei dem Eingangsdorf, Rabenfels, war da nicht auch so ein Stein? Ja, der Erdstein ist dort, siehst du? Wollen wir den noch schnell kaputt machen, letzte Anzeige? Ja. Wir können eine kleine Schnellreise hin machen, einfach. Reist schon mal hin. In der Nähe vom Tempel ist auch einer, sehe ich gerade. Ja, das. Aber dann, na gut, nächste Aufnahmesession ist schwierig, dann machen wir ja also, auf Nikolaus. Ja. Den Erdstein, Sie vergessen ja? Erdstein, ja. Hier schuften wir. Da bist du. Diesmal machst du, ja? Ob das so springt, ob das auf geht bei dir. Dass wir uns erinnern. Warte, wie heißt das Ding? Nachts holen wir uns Willenbeugen. Probieren wir das mal. Ja, okay. Kommt bestimmt wieder so ein Vieh raus jetzt. Ich hab mal einen mitgegeben. Altschöpfer, beschützt mich! Vorsicht!
Ich werde zuschlagen wie ein Falke. Was ist das? Noch einer? Wow, ist noch einer. Ist noch einer. Ich werde euch brennen. Die ganzen Wachen sind jetzt, glaube ich, auch meine Feinde. Das ist aber großer Flo. Noch einer oder was? Das war's, glaube ich. Ich muss erstmal mein Kopfgeld bezahlen. Mach du mal den Schleicher leer. Ja, habe ich leer gemacht. Schleicher. Herr Rudi Schleicher. Der andere ist schon sehr gut. Geh halt schnell bezahlen, ist egal. Ja, bin wieder da. 40 Kopfgeld, nur weil ich aus Versehen so einen Typen gehauen habe, ey. Hab ich voll ein Auge gehabt, ja. Ah, da sind die giftig. Da haben wir schon 2 Steine. 6 Stück gibt's insgesamt. Und einen können wir nicht 6 Steine gibt's insgesamt, hat er von mir erzählt, der Opa. Genau. Einer ist ja in dem Tempel drin. Ja, der Baumstein, da kommen wir nicht dran. Du musst wahrscheinlich erstmal den Typ kaputt machen. Ja, denke ich auch. Na gut. Ach hier, dir kann ich so ein Getränk geben. Sehr schön. Euer Mitleid brauche ich nicht. Und seht mich nicht. Vielen Dank, Fremdling. Passt auf euch auf. Wo sind hier drüben schon wieder? Genug. Was ist denn los mit den Leuten hier? Ich höre schon wieder Kampfmusik. Die Nordmaid ist seetüchtig und bereit zum Ablegen. Das ist manchmal so durcheinander hier, ne? Genug. Das rennt schon alle leer jetzt hier. Was ist leer? Wo rennen sie denn hin? Ich versteh's nicht, ey. Oh, dann jetzt hörst du's nicht, da ist Kampfmusik. Muss rausrennen, ja, muss rausrennen. Ja. Bestimmt wieder so Aschenviecher. Aschenviecher, ja. 6000 HP, ist das richtig? Der hier hat 12.000. Na los, Alter. Wieso haut der ab? Jetzt ist er weg. Tot. Ach, da. Und ich hab schon wieder die Waren gegen mich, das darf nicht wahr sein. Ein durcheinander hier. Noch irgendwo ein. Da rennt einer unten bei der Hütte rum, ja. Mit denen zusammen. Also jetzt spricht doch gerade die Kante. Ich kämpfe langsam nicht mehr für die, wenn sie mich jedes Mal in den Kreis stecken. Ja, echt. Sondern die Kühe in die Beklagung. 5000! Bei mir doch 7000, ist ja lustig. Aber nur 250 noch. Ich werde euch brennen sehen. Ich sehe euch für lebendig. Da heilt sich auch irgendwie. Hat doch viel mehr als ihm. Ich werde euch brennen sehen. Sehnen leider nicht. Gut genug. Gut genug. Gut genug. Gut genug. Mogul. Bei mir jetzt ja, alles weiter. Ja, geil. Sind durcheinander auf dem letzten Meter hier. Ich würde gerne die Quest noch abschließen mit diesen festlichen Getränken da. Ich kann aber auch. Jetzt. Ja. Fahr doch die 40. Jetzt werde ich verhaftet. Ja, ich habe ja drauf gewartet die ganze Zeit.
So. Das hat echt auch eine Art, schnell wieder ins Dorf zu kommen. Schnell, aber ein bisschen teuer. Schnellreise. Ja. Mondsteine, der dabei habt. Acht, oh ja. Oh, aber die Frau wollte von mir nichts haben, die wollte nur ein Goldstück genommen. Jetzt habe ich 9. Wem hast du gegeben? Hier am Brunnen steht noch so eine Frau rum. Und Milore, die Alchemistin, hat es auch gemacht. Mein Mann Vendil fürchtete, okay, Besucher würden Rabenfels meiden. Mhm. Sicher, ich habe gerade auch nichts Besseres zu tun. Genau, dann saufe ich einfach, wenn ich nichts Besseres zu tun habe. Wir beide sind vom gleichen Schlag. Ich freue mich, euch kennengelernt zu haben. Ich glaube nicht. Du bist so etwas roter Augen. An dem Tag, an dem ich einen Suyama von Geldes ausschlage, werden mir Flügel wachsen, mit denen ich von diesem Felsen fliege. Okay, also du bist Alkoholiker. Hab's verstanden. Warum sollte ich mit euch Mitleid haben? Mitleid mit den Obdachlosen? Seht mich an. Ich bin nicht besser als ein Bettler. Ich war früher im Bergbau tätig. Und das mit Erfolg. Ich habe in einem Monat mehr Gold verdient als andere in ihrem ganzen Leben. Als die Mine erschöpft war, war ich am Ende. Ich beherrsche kein anderes Handwerk. Also vertrinke ich seitdem mein Vermögen im spuckenden Netz. Zumindest habe ich das früher gemacht. Früher, was ist denn passiert? Dieser Mistkerl Geldes lässt mich nicht mal mehr rein. Angeblich bin ich schlecht fürs Geschäft. Wenn ich meinen letzten Beutel Münzen ausgeben möchte, um mich zu betrinken, ist das doch meine Sache. Was geht Ihnen das an? Boah, ich könnte mit ihm reden, ja. Ihr könnt es ja mal versuchen. Wenn ihr diesen störrischen Esel dazu bringt, mich in den Netz zu lassen, sorge ich dafür, dass ihr angemessen entlohnt werdet. Nicht. Hier nimmt ein Goldstück. Seid gesegnet, Sera. Okay. So, aber ob wir das schaffen, dass die Alkoholikerin wieder in den Zerkneipen darf, das sehen wir leider aus der nächsten Folge. Ja, ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.